Ich glaube, dass China-Aktien genau jetzt vor einem Rallye-Schub stehen könnten. Warum, das möchte ich euch in diesem Video erläutern. Aber nicht nur das, ich werde euch drei Aktien und einen ETF ganz konkret am Bildschirm zeigen mit genau den Marken, die ich zum Kauf nutzen werde. Es geht hier nämlich nicht um Aktien, die ich bereits gekauft habe, sondern, das ist für euch viel, viel spannender, um Aktien, die ich kaufen möchte. Ob es dann alle drei und der ETF werden, das besprechen wir hier auch im Video. Schaut es euch am besten einfach an. Los geht's. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. So, wir springen gleich direkt auf den Bildschirm und ich zeige euch die ganz konkreten Marken, bei denen ich tätig werde. Ja, es geht um einen China-ETF, den ich sehr interessant finde. Und dann geht es um JD.com, es geht um Tencent und es geht um Alibaba. Vorher aber, warum überhaupt China-Aktien und warum jetzt? Weil ich glaube, dass Trump bei all dem, was ich ihm aus meiner Sicht zu Recht vorgeworfen habe und so sehr ich mich auch ganz klar positionieren kann, dass ich kein großer Freund von Biden bin, aber praktisch alles besser finde als Trump, ja, ist mein Kanal, steht ja Tradermacher drüber und insofern brauche ich hier auch gar keine Neutralität wahren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Trump sich jetzt verhalten wird wie ein guter Manager oder vielleicht sogar wie die Buddhisten es immer machen würden. Nämlich beeinflusse, was du beeinflussen kannst. Trump kann nicht beeinflussen, inwieweit ihm die Demokraten bei den Fiskalmaßnahmen entgegenkommen. Wobei, er wird überrascht sein in den letzten Tagen. Da sind sie ja relativ konstruktiv. Trump kann nicht beeinflussen, was die Notenbank macht. Trump kann auch nicht beeinflussen, was der Aktienmarkt so macht. Doch, das kann er beeinflussen und genau darum geht es. Wir kommen jetzt in die absolut heiße Phase des Wahlkampfes. Und ich stelle einfach mal die These in den Raum, dass Donald Trump alles machen wird, als Meister, ja vielleicht sogar der Magier der Märkte, um den Aktienmarkt zumindest, je näher es an den Wahltermin heranrückt, zumindest nicht in einer Korrekturphase zu sehen, sondern in einer deutlich steigenden Phase, am besten sogar, wenn er es komplett durchinszeniert mit neuen Allzeithochs. Die sind so weit ja nicht entfernt. Nasdaq und Co. haben mal gerade auf das 23,6er Retracement korrigiert und von dort aus dann eine deutliche Reaktion gezeigt. Und was kann Trump tatsächlich in seiner Politik insofern machen, als dass die Märkte darauf positiv reagieren? Er kann natürlich vom Saulus zum Paulus werden, je nach Standpunkt. Monatelang, ja jahrelang hat er die harte Hand gegenüber China gezeigt. Das hat ihm im Übrigen auch teilweise Stimmen gebracht. Ja, die Amerikaner sind nicht ganz froh darüber, dass sie viele Arbeitsplätze verlieren. Dass natürlich vieles strukturell schon lange nicht mehr gepasst hat, ist in dem Moment nicht so relevant. Aber Donald Trump weiß auch, in dem Moment, wo er ein bisschen zurückgeht und sagt, wir werden mit den Chinesen einen Deal machen, und ihr wisst ja, er mag den Zeigefinger vorne, wir werden mit den Chinesen einen Deal machen, es wird der beste Deal aller Zeiten und die Chinesen werden ihn mit uns eingehen. Und in Wahrheit will ich gar keine Zölle. Ich glaube, dass wir durch Globalisierung noch ein Greater America sein werden, als wir sowieso schon sind. Ja, was meint ihr, was die Märkte machen würden, wenn Donald Trump jetzt mit einmal doch auf China zuginge? Oder zumindest, und das würde sogar reichen, in Teilbereichen die harte Hand wieder ein klein wenig lockerer lässt. Dann explodieren die Aktienmärkte und die China-Aktien sowieso. Die sind aber, wenn man sich den Kursverlauf anschaut, sowieso nicht sonderlich geschockt. Die reagieren vielmehr auf die Korrektur im Tech-Index Nasdaq. Das heißt also, die Aktien, die wir uns gleich anschauen, und der ETF, ja, China MSCI, die sehen so ähnlich aus, wenn auch nicht ganz so steil wie der Nasdaq 100. Wir haben also, wenn man so will, wenn diese Konstellation kommt, das Beste aus zwei Welten. Wir haben die Stärke der Tech-Aktien und nochmal möglicherweise noch einen China-Boost. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, das ist spekulativ, das ist es. Aber wenn ich mit so einem Setup, mit so einem Gedanken in den Markt gehe, dann heißt es ja nicht, ich kaufe blind, sondern ich mache mir Gedanken, was kann dazu führen, dass ich einen Schritt vor allen anderen Marktteilnehmern reagiere. Ja, wenn die China-Aktien auf neuen Allzeithoch sind und das steht in der Zeitschrift oder, keine Ahnung, im Aktionär sonst irgendwo, ja, dann wissen es alle.
Aber dann ist es natürlich nicht mehr so interessant. Ich muss also mit Arbeitsthesen in den Markt gehen, wenn ich mehr haben möchte als andere. Und wenn meine These nicht richtig ist, dann gibt es ja immer noch die Stops. So, und als kleiner Hinweis, was Trump angeht, der wird in den nächsten Wochen mit dem, was er sagt, sicherlich auch eine Rolle spielen bei mir auf Instagram. Ja, viele von euch sind schon dort und ich kann dort wahnsinnig schnell reagieren auf das, was er sagt. Und teilweise dann auch direkt die Aktien. Es werden diejenigen, die da sind, können das vielleicht mal per Kommentar bestätigen, dass häufig Aktien oder Setups, die ich hier bespreche, dann auf Instagram eine Fortsetzung finden. Ich also beispielsweise, wenn ich eingestiegen bin in den ein oder anderen Wert, dann auf Instagram am nächsten Tag oder am übernächsten Tag ein IGTV mache, das kann man sich 24 Stunden lang ansehen und sage, okay, jetzt habe ich mir die Aktie geholt. Das war beispielsweise bei BioNTech so und. Und wer dieses Add-on sozusagen nicht verpassen möchte, der geht zu Instagram. Und ja, ich kann an einigen Accounts erkennen, dass sie nur eröffnet, was heißt nur, ich freue mich natürlich, ich fühle mich geehrt, eröffnet wurden, weil die Leute gesagt haben, okay, das möchte ich, möchte die Signale da weiter verfolgen. Nutzt das doch einfach mal. Ihr seid da ebenso schnell wieder raus, dank europäischer Datenschutzbestimmungen, wie ihr reingekommen seid. Wenn es euch nicht gefällt, dann lasst ihr es einfach wieder. Also, jetzt springen wir auf den Bildschirm und ich zeige euch die Marken. So, wenn wir über China sprechen, dann kann ich euch natürlich auch einen der am meisten gehandelsten ETFs gleich mal am Anfang zeigen. Das ist hier ein ETF auf den MSCI China. Ihr seht die Wertpapier-Kennnummer, könnt ihr euch also selber gerne mal anschauen. DBX 0G2, dort tauchen auch die drei China-Aktien auf, die wir uns gleich nochmal en Detail ansehen werden. Ganz kurz zum Factsheet hier, ja, ist rausgegeben von der DWS, alles andere ist jetzt vielleicht nicht so interessant für euch. Ihr seht aber hier die Top 10 Holdings, da ist Alibaba, Tencent, Meituan, Jiangping, China Construction, JD.com, Ping und so weiter. Also quer durch alle Sektoren, knapp über 50% aus dem Hongkong-Dollar-Bereich. Da sind ja auch viele Aktien sowie Tencent, mittlerweile auch JD.com gehandelt. 32% in Dollar und hier der Rest ist Mainland China. So, wenn wir uns das angucken, dann sehen wir eine ähnliche Konstellation wie bei den anderen drei Werten auch. Und das ist eine Bemerkung, die gar nicht mal so unwichtig ist. Denn wenn ich euch hier gleich noch drei weitere Aktien vorstelle und sage, dass ich hier möglicherweise einsteigen werde. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich noch nicht eingestiegen bin. Ihr seid also auf dem gleichen Stand wie ich. Uhrzeit bei mir jetzt 10.33 Uhr. Also wenn ihr das Video heute Abend um 18 Uhr sehen solltet, dann kann es durchaus sein, dass ich in dem einen oder anderen Wert investiert bin. Aber natürlich wird das nicht nur wenige Stunden der Fall sein. Insofern ist das auch überhaupt kein Problem. Ich habe mich noch nicht entschlossen, welcher Wert es sein wird. Ja, JD.com taucht gleich auch auf, dort bin ich langfristig investiert. Das ist völlig unabhängig von hier dem aktuellen Verlauf. Unter langfristigen Aspekten würde ich mir wünschen, dass die Aktie von mir aus nochmal 10, 20 oder 30% fällt, weil ich sie dann billiger kaufen kann. Ja, die habe ich ja für Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Also, wir haben hier in dem ETF eine relativ breite Unterstützungszone, knapp unter dem 23,6er Retracement. Und das macht das Ganze interessant, denn damit, solange hier der Kurs nicht deutlich unter 18 Euro in dem Fall abrutscht, solange ist das eine recht bullische Konstellation. Und es gibt zwei Arten, wie man solche Konsolidierungen handelt. Die eine ist, man kauft möglichst nah an der Unterstützung, wobei ich mir dann gelegentlich nicht eine runde Marke nehme, sondern möglichst noch so ein Tief darunter. Das führt dann in der Praxis einfach nur dazu, dass die Positionsgröße etwas kleiner ist. Denn der Einstieg, die Strecke vom Einstieg zum Stop, bestimmt ja, wie groß meine Position sein darf, gemessen an dem Depotrisiko, welches ich bereit bin einzugehen. Das ist in der Regel bei mir 1% des Depots. So, man kann also sagen, ich steige auf der Unterseite ein oder man handelt den Ausbruch aus dieser
aus diesem Setup, aus dieser Konstellation, dann nimmt man in der Regel den Anstieg entweder hier über so einen Zwischenhoch. Das kann man auf Schlusskursbasis machen. Das wäre dann also in etwa hier. Ja, ist immer noch vollkommen in Ordnung, weil aus so einer Konstellation heraus ist das, ja, das letzte Zwischenhoch ist dann das erste Ziel. Aber das Ziel dieses Trades sind dann natürlich neue, neue Verlaufshochs. Also in diesem Fall oberhalb von 20 Euro. Man kann dann natürlich auch durchaus dann auf niedriger Zeitebene das Ganze nochmal timen. Das werde ich jetzt nur einmal zeigen. Das möchte ich dann nicht bei jedem, das existieren wir nicht bei jedem Wert komplett durch. Das heißt also, ich kann natürlich auch ein Kaufsignal auf niedrigerer Zeitebene nehmen. Dass ich sage beispielsweise, hier ist so ein Abwärtstrend und ich möchte, all das, was im Großen funktioniert, funktioniert auch im Kleinen. Ich muss immer wieder lächeln dann über einige, die dann schreiben, ja, und nur weil man so ein paar Linien zieht, passiert da nichts. Nee, aber wenn man Dinge wiederholbar macht, und das ist genau das Problem, wenn viele immer sagen, ja, die Profis machen das ganz anders. Natürlich machen die Profis mit Milliardenportfolios das anderes. Aber nicht, weil sie ein so viel geileres System haben, denn ihr könnt euch die Rendite dieser Profis, der Hedgefonds und ja ansehen. Ja, ich habe neulich, musste ich mich erst wieder mit so einem Kommentar rumplagen, das ist einfach Kindergarten. Die machen das deshalb nicht, weil sie natürlich nicht auf Stundenbasis mal eben mit einer 2, 3, 4, 5 Millionen Position oder gar noch mehr oder setzen noch eine Null hinten dran, 50 Millionen oder 500 Millionen einsteigen können. Denn die machen die Kurse, die müssen häufig über Tage einsteigen. Aber ich habe beispielsweise mit einem Trader bei Magellan gesprochen, großer Hedgefonds, Long Short machen die sehr viel. Der sagt, du hast einen riesen Vorteil. Ja, du kannst mit deinem, im Vergleich zu diesem Hedgefonds, kleinen Konto, kannst du einfach einsteigen und aussteigen. Wenn ich sage, ich steige ein, dann ist das, dann muss ich das über mehrere Tage hinweg machen, um mir den Kurs nicht selber kaputt zu machen, gerade in Nebenwerten. Also, lasst euch, schaut, dass ich selber sage doch, macht es, schreibt es in ein Trading-Tagebuch und dann schaut, ob es funktioniert. Und zwar immer wieder und ob es in der Vergangenheit funktioniert hat. Dann müsst ihr euch nicht mit irgendwelchen Dummbeuteln rumschlagen, die sagen, ja, die Profis bestimmen den Markt so und so, die machen das alles so und so. Ja, das wird euch immer wieder begegnen im Trading. Leute, die selber gescheitert sind, grandios und alle anderen sind schuld. Das passiert aber nicht nur im Trading, das wird euch in jedem Business passieren. Konzentriert euch aufs Setup, schreibt auf, was mache ich, warum, an dem Tag, wie war das, wie war die Konstellation und dann handelt. Handelt, handelt, baut eine eigene Historie auf und dann seht, das funktioniert. Und dann erkennt ihr auch, es ist keine Raketenwissenschaft. Und ja, diese kleinen Linien, Retracements und gerne auch noch ein paar Indikatoren die dazu, ja, das funktioniert. Das funktioniert in Trendphasen besser, das funktioniert in Seitwärtsphasen deutlich schlechter. Und die meisten privaten Trader sind in einer Seitwärtsphase, realisieren das aber gar nicht, weil sie häufig mit End-of-Day-Signalen arbeiten. Und was hat der DAX beispielsweise in den letzten 5, 6 Monaten gemacht? Nichts. Der handelte heute Morgen, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt aufnehme, genau auf dem gleichen Stand wie am 24. Mai. Alles in einer Seitwärtsphase. Das ist vielleicht der Vorteil vom Profi, dass er kürzere Trends nutzen kann, weil er aus diesem End-of-Day-Trading rauskommt. Aber das war es dann auch schon. Also, so, konzentrieren, ja. Und wo war ich stehen geblieben vor meinem Ausflug? Genau, das Ganze, was auf größerer Zeitebene geht, geht auch auf kleinerer Zeitebene. Das wäre dann beispielsweise hier der Anstieg über 18,53 oder hier übers 18,70. Ist ja nicht so weit weg. So, gehen wir wieder zurück auf die Zeitebene, die eben die meisten auch interessiert und die auch durchaus funktioniert. Ja, wenn das hier oben rausgeht, wird das sehr interessant aus meiner Sicht. Und jetzt machen wir im Schnelldurchlauf einige Aktien. Eine JD.com, die sehen nämlich alle recht ähnlich aus. Ja, hier seht ihr auch, dass wir klarer Aufwärtstrend, der hat sich nochmal beschleunigt. Diese Beschleunigung hat dazu geführt, dass zwangsläufig unter technischen Aspekten, hier sprechen wir über die Markttechnik hier, dann auch eine Konsolidierung kommen muss. Die Konsolidierung verläuft allerdings auf hohem Niveau. Ja, wir haben... Mein Fehler. Wir haben dazu noch einen kleinen abwärtsgerichteten Trendkanal.
Weg damit. Ich will neu haben das. Ich mache es einfach neu. Alles neu. So. Das war es eigentlich auch schon. So, der hier, ja, ist nicht entscheidend. Wir sind hier auf Tagesbasis, da ist es nicht immer ganz genau anzulegen. Entscheidend ist nur, das ist abwärts, eine abwärtsgerichtete Konsolidierung. Und ich glaube, wenn ihr euch das hier anguckt, dann seht ihr, ja, wo kommt das Kaufsignal? Ja, gleiche Herangehensweise. Aktuell 76, das hier ist Dollar, 76,10 Dollar, das ist also der Schlusskurs von gestern, Montag, 22 Uhr. Ausbruch hier aus dem Trendkanal, sich absetzen von 76 Dollar auf Schlusskursbasis wäre dann ein Anstieg über 77 Dollar. Das gab ja, das hier war ja hier der Ausbruch oder beziehungsweise diese Bewegung wurde ja abverkauft im Tagesverlauf. Auf Schlusskursbasis wäre dann ein Anstieg über 77 Dollar ein Kaufsignal. Dann haben wir, was im Übrigen auch ganz, ganz wichtig, nicht zu sehr antizipieren. Zu sagen, weil Erichsen das als Kaufsignal beschreibt, ich kaufe lieber jetzt schon mal. Nee, das kann alles auch noch hier von hier oben wieder abprallen und fallen in Richtung 70 Dollar, 10% tiefer. Und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Denn wie wir gleich zum Beispiel bei Alibaba sehen, ja, das kann auch noch zur Unterseite ausgehen. Also, ja, das ist nicht die Frage, es steigt auf jeden Fall, nur wann muss ich einsteigen? Ist noch nicht raus, sonst wäre es ja auch nicht spannend. Ja, wenn ich euch das jetzt Video gemacht hätte, wir sind bei 88 Dollar, ich hätte zurückgeguckt, wie die Oberschlauen und gesagt, siehste, Trading ist doch so einfach. Ja, so einfach ist es nicht. Es ist immer super einfach, wenn ich zurückschaue. Es ist aber viel schwieriger, wenn ich in die Zukunft schaue. Das bringt die Zukunft so mit sich. Also, bereithalten, aber ist noch nicht passiert. Wenn wir uns das bei Tencent anschauen, ebenso so, wunderschöne Konsolidierung hier vom Hoch. Tencent war jetzt vermeintlich doppelt unter Druck. Also nur mal hier, dass sich die Aktie hier fällt, markantes Tief, markantes Hoch und sie fängt sich genau bei 54,22. Ja, aber Profis benutzen solche Linien gar nicht. Ich habe gestern im Trading Geld verloren, deswegen kann keiner Geld verdienen im Trading. Nur die bösen Großen schocken mich ab. Entschuldigung, aber ich kriege manchmal so einen Plack, wenn ich so einen Müll lese. Und da darf es ja auch mal rauskommen, oder? Ich beleidige ja niemanden persönlich. I try my very best zumindest. So, beautiful. Ich finde es einfach nur wunderschön. Und dieses Retracement könnte jeder einzeichnen. Nee, das machen die Profis. So, jetzt höre ich aber auch auf, sich an seiner eigenen lustigen Stimme zu ergötzen. So weit kommt es noch. Also ein bisschen Spaß muss sein, aber ganz ehrlich, ist es nicht wunderschön, dass wir uns direkt hier, ja, so einfach kann Charttechnik sein, wenn man nicht aus Charttechnik ableitet, es sei eine Gelddruckmaschine, sondern erkennt, ich habe da erstmal nur ein Setup. Der Rest spielt sich in meinem Kopf ab und durch diese Phase im Kopf abspielen kommen mal überhaupt nur noch 30% durch, weil die anderen 70% immer die Schuld bei anderen suchen und der böse Markt und ich mache eigentlich alles richtig. Wieso klappt das denn nicht? Mann, Krawallstimmung heute. Also, ich denke, mit Markttechnik lässt sich sehr viel erreichen, aber Markttechnik allein reicht eben nicht. So, und hier haben wir dann ebenfalls abwärts gerichtet. Eine kleine Trendlinie. Aus meiner Sicht noch nicht aus dem Gröbsten heraus. Jetzt ziehe ich es auch einmal ganz durch. Dafür sollten wir möglichst darüber ansteigen. Ja? Über 58,60, je nachdem wann das stattfinden wird, in etwa. Das wäre aus meiner Sicht hier dieses Zwischenhoch. Ja? Das wäre aus meiner Sicht dann ein prozyklisches Kaufsignal, wenn wir darüber anstiegen hier. So, was wäre ein antizyklischer Einstieg? Warum ist der antizyklische Einstieg interessanter? Naja, das CRV ist natürlich viel besser, wenn ich jetzt kaufe und sage, hey, ich halte aber auch auf jeden Fall meinen Stop an. Unterhalb von 54 Dollar Tagesschlusskurs bin ich auch wieder raus. Ist natürlich interessanter, weil ich mehr Stücke kaufen kann, als wenn ich hier oberhalb dieser Marke kaufe. So, der Preis, den ich dafür bezahle, ist, ich habe ja noch gar kein Kaufsignal. Das habe ich erst hier oben. Zwischen diesen beiden, antizyklisch unten, prozyklisch mit mehr Gewissheit oben, schwankt es immer hinterher. Und es gibt kein besser und kein schlechter.
Wichtig ist nur, dass man eine eigene Statistik aufbaut und sagt, das hat funktioniert. Ja, das ist auch teilweise etwas, was einem liegen muss. Und als last but not least schauen wir uns Alibaba an. Da gehen wir auch nochmal einen Tageschart. Hier haben wir einen relativ deutlichen Trend. Ja, sieht ein bisschen anders aus als die anderen beiden. Einen relativ deutlichen Trend aufwärts. Die Konsolidierung ist prozentual zumindest etwas schwächer ausgefallen. Farbe ist eigentlich wurscht. Und wenn wir uns das hier anschauen, dann haben wir hier Marken, die etwas weiter weg sind. Ja. Wir haben hier eine, das brauchen wir auch noch, wir haben hier eine Konsolidierung momentan oberhalb des 23,6er Retracements. Und das ist etwas Bullisches. Im Prinzip sieht das Ding aber auch so aus wie die anderen. Auch hier hält die Konsolidierung noch an. Auch hier kann es theoretisch auch nochmal einen Swing zur Unterseite geben. Es ist aber dennoch interessant, denn bei Alibaba, ihr seht, es ist immer das gleiche Muster, was ich da mache. Und wenn ihr sagt, nö, das funktioniert für mich nicht, dann macht es nicht. Really. Ich möchte hier nicht meinen Stil durchsetzen und sagen, so muss aber. Muss überhaupt nicht. Wenn es für euch was anderes funktioniert, dann ist es allerbest. Ich finde Alibaba interessant, wenn wir einen Tagesschlusskurs hier über 280 Dollar haben. So, also ein Ausbruch hier aus dieser Formation nach oben. Dann finde ich Alibaba interessant. So, das waren sie. China ETF, 3 China Aktien. Macht was draus. Wie gesagt, der weitere Verlauf sehen wir uns dann gerne auf Instagram einfach mal ausprobieren. Und noch ein Hinweis für all diejenigen. Ich habe es im letzten Video schon mal gesagt, weil es mir wichtig ist und ich weiß, das klingt so ein bisschen pingelig, aber ich mache keine Scherze, wenn es um Geldanlage oder um Trading oder um potenzielle Verluste geht. Das heißt also, Kommentare wie Eriksen kauft jetzt JD.com, Tencent, Alibaba und diesen ETF, den Rest könnt ihr euch sparen. Gnadenlos verschwindet der ins Nirvana und ist mir sowas von egal, ob da dann jemand sagt, das ist aber pingelig, ich mache, was ich will und ich mache, was ich will. Denn das ist nicht lustig, zu sagen, Eriksen kauft, wenn ich da ein Setup vorstelle. Die 15 Minuten Zeit darf man sich dann schon ruhig geben, ja, um sich das anzusehen. Warum, wann und wann auch nicht. Der Hinweis, dass ich noch nicht gekauft habe, ist nämlich ganz wichtig. Ja. Da erlaubt mir mal dann die Pingeligkeit. Ansonsten denke ich, halte ich mich ja sehr weit zurück. Also, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag und wir hören uns die Woche am Donnerstag ja nochmal wieder. Oder vorher auf Instagram. Macht's gut, bis dann und ciao.